Ja, hallo Leute, ich bin wieder euer Charlie. Wieder mit einem neuen Pilzefilm. Mit dabei der Philipp Trainer hier und Forumsprinz vom Forum Pilze ohne Ende. Wir wollen heute mal gucken, ob wir ein paar Pilze finden. Hier in Kirspin im Sauerland, im Wald. Ja, mit dabei sind noch ein paar Damen. Da hinten, wie ihr seht. So, und das ist der Wald, in den wir gehen. Dann wollen wir mal gucken. Wünschen wir uns Trüff, Trüff. Ja, direkt hier am Wald, am Waldrand wachsen hier ein paar Kortinarien. Ja, das sind Haarschleierlinge. Ich nehme mal einen raus. Nicht, die kann man dann unten erkennen. Braune Sporenpulver. Und mit braunen Sporenpulver, das ist immer schlecht. Wie aus meinen früheren Filmen bekannt, ist das klebrige Hörnchen ein Indikator für Pilze. Scheint sich mal wieder zu bewahren. Was hier so am Wegesrand steht, das sind so ein paar kahle Kremplinge. Aber wenn es die gibt, muss es auch andere geben. Lass uns mal überraschen. Ein Anis-Champignon. Wo muss den mal pflücken? Und den ersten Perlpilz. Für mich jedenfalls. Mein Lieblingspilz, ein safrangelber Scheidenstreifen. Ich liebe diese Pilze. Und noch einmal Röhnchen. So, hier haben wir einen kahlen Krempling, den lassen wir auch im Wald. Ja, er kann allergische Reaktionen hervorrufen. Und da sind wir nicht besonders scharf drauf. Die haben sich hier tonnenweise gegessen. Ja. War so ein Lückenfüller. Ja. Und hast du einen Pilz gefunden? Zeigen. Ein Maröhnchen, wo ein Mäuschen dran war. Ach, ein Mäusemaröhnchen. Dann lassen wir den Rest auch für die Mäuse. Ja, gut versteckt hier im Heidekraut eine Marone. Die ist aber schon von einem anderen Pilz, vom Goldschimmel, befallen. Und dann nehmen wir sie nicht mehr mit. Ja, hier haben wir eine Marone. Aber auch schon mit wahren Trockenschäden, die ich nicht mehr mitnehmen möchte. Hier ein Perlpilz. Ich nehme mal raus. Ein wunderschönes Exemplar eines Perlpilzes. Guck mal! Guck mal! So schön! Ja, hier haben wir Pfifferlinge. Ja, die haben sich schön versteckt hier. Sehen Sie? Hier, hier, hier stecken sie drin. So, dann holen wir einen raus. Nehmen wir gleich mal den dicken. Oh, so, das ist aber so schön. Guck mal. Ja? Mhm. Der ist wie gemalt. Ja. Und da kann man auch schon den Unterschied sehen. Ja, ja, das sieht man direkt. Ja. So liegt er auf der Hand. Schöne große Exemplare. Ja, hier haben wir auch noch Pfifferlinge. Sind auch Amethyst-beflockte. Ja, ich nehme mal einen raus. Ja, ganz charakteristisch diese amethystfarbene Beflockung in Mitte des Hutes. Thank you.
So Leute, ist ein bisschen mau. Wir gehen jetzt hier den Berg runter und wollen mal gucken, ob wir hier wenigstens was finden. Also außer ein paar Pfifferlinge und ein oder zwei Täublinge haben wir jetzt noch gar nichts. Aber immerhin, wenigstens etwas. An einem Totholzast finde ich hier Saitlinge. Ich nehme an, es sind Lungenseitlinge. Ich nehme mal einen raus. Ja, das sind Lungenseitlinge, würde ich mal so bestimmen. Könnte auch der Rillschielige sein. Ich nehme an, das sind Lungenseitlinge. Ja, eine Marone, aber auch wieder auf. Die hole ich nicht da raus. Man sieht schon am Rand, dass die auf ist. So, hier haben wir noch mal zwei, drei Pfifferlinge stehen. Ja, das sind alles Goldröhrlinge, die kann man mitnehmen, Freunde der Nacht. Dann schneidet mal ab. Ja, ich höre immer davon, ach, Goldröhrlinge, die haben wir im Fichtenwald gefunden, nicht? Und wenn man dann ganz genau hinguckt und man findet dann Goldröhrling, wie hier der Philipp, es steht dann immer irgendwo eine Lärche oder eine Kiefer oder sowas rum. Und hier haben wir diesen Baum. Ganz Mutterseelen alleine hier im Fichtenwald. So, wollen wir mal gucken. Wir fahren gleich noch in einen anderen Wald. Vielleicht ist da mehr zu finden als hier. Oder wir packen gänzlich ins Klo und da gibt es gar nichts. Thank you.
Jetzt sind wir mal in einen anderen Wald gefahren und hoffen mal hier, dass wir mehr finden werden. Oder andere Pilze zumindest. Ja, mit dabei ist auch jetzt Trüffel. Da hinten, da kommt er angewetzt. Na komm. Nicht den Anschluss verlieren. Ja, hier haben wir einen safrangelben Scheidenstreifling, komplett mit Scheide, als Jungpilz. Super. Ja, dann werden wir es jetzt beschließen, denn hier gibt es keine Pilze mehr. Wir haben hier noch den Scheidenstreifling gefunden und sowas, aber bescheidene Körbchenausbeute. Für ein Söschen wird es reichen, ja, aber für mehr nicht. Hier haben wir einen etwas überständigen Birkenpilz. Und hier die dazugehörige Birke. So, an einem Baumstoken haben wir hier einen Anis-Zähling gefunden. Ja, auch ziemlich früh im Jahr, aber guck mal an, die ganzen Merkmale, und er riecht auch wunderbar. So Leute, das war unsere kleine Exkursion hier mit der Annette, mit der Gertrud und mit der Marion und mit dem Philipp. Ja, mit dabei natürlich auch der kleine Trüffel. Ne? Komm, gib mal 5. Komm, gib 5. Ja. So. Und die Körbchen sind auch so halbwegs, da voll möchte ich mal nicht sagen, aber es ist was drin. Hier haben wir Pfifferlinge und haben wir Lungenseitlinge und haben wir Ziegenlippe und wir haben Goldröhrlinge. Hier haben wir auch Ziegenlippe und Marönchen und auch Goldröhrlinge. So, und hier haben wir Scheidenstreiflinge, Maronen und Goldröhrlinge. Und hier haben wir Aniszählinge und auch Pfifferlinge und Ziegenlippen und alles Mögliche. Ich habe da schon reingeguckt, die sind alle in Ordnung. So, ja, dann würde ich mal sagen, dann beschließen wir das jetzt und wünsche viel Vergnügen mit diesem Film. Und dann sagen wir, was sage ich immer? Trüff, trüff.